Kleine Süße und vor allem wahnsinnig tapfere Hasen im mörderischen Kampf gegen eklige Schweine. Das sind die Bösewichte überhaupt. Da weiß man doch, dass man als Vegetarier gut damit fährt, keinen Hasenbraten zu essen, wenn man so wackere, unschuldige, kleine Kämpfer auffressen würde. Das wäre dann ganz, ganz eklig. Andererseits weiß man auch, dass man als Fleischfresser, glaube ich, auf der richtigen Seite steht, denn Schweine muss man auffressen und damit vertilgen. Das sind so meine pseudophilosophischen Gedanken rund um dieses Preview. Let's Play mit Swine HD Remaster. Willkommen bei der zweiten Hälfte. Ich vermute, es ist die zweite Hälfte und nicht das zweite Drittel der Drittelmission der Hasen-Einzelspielerkampagne. Habt ihr das gehört? Als ob ich das mit Absicht eingespielt hätte. Ein Blitzschlag. Wow, was für Soundeffekte. Also das würde ich gerne in jedem Let's Play hinbekommen. So zum Malerischen, so zum Untermalen von Mindstatements einen solchen tollen Effekt. So, bevor ich mich ja noch weiter verzettle. Das ist unser Kommandofahrzeug. Ja, erinnert euch an unsere Aufgabe hier oben. Diesen Flughafen, den müssen wir einnehmen. Das ist eigentlich ein Hasenflughafen, den haben die Schweine allerdings eingenommen. Das Blöde ist, ein paar der schweinischen Einheiten, die stehen in der Gegend rum. Andere machen aber auch Patrouillen und wir wissen nie genau, wer was macht. Das hier ist unsere Artillerie. Ist die ausgefahren mit Stützen? Jetzt, ne? Ist die jetzt ausgefahren? Nein, sie hat die Stützen. Jetzt fährt sie die wieder aus, alles klar. Ihr merkt, ich hatte eine kleine Drehpause zwischen der letzten und dieser Folge, deshalb passieren so komische Dinge hier. Der leichte Panzer soll den hier decken mit dem... Genau, wir setzen mal... Die sind alle okay. Das hier ist die Zugmaschine. Da sagen wir bitte den Reparaturanhänger mitnehmen. Ein bisschen nach vorne fahren, und zwar genau hier in die Mitte. Jetzt machen wir wieder so eine Falle. Den koppeln wir ab. Dann kann der den Kraftstoffanhänger bitte holen. Die Zugmaschine mit dem Munitionsanhänger stellen wir hier nach vorne hin. Noch ein bisschen nach vorne bitte. So ist gut. Entkoppeln und nach hinten und in Sicherheit bringen. Und den ziehen wir ein bisschen nach vorne. Entkoppeln und nach hinten. Alles klar. Und die ganze Zeit im Hintergrund hört er, wie die Hasen hin und her quatschen. So, das sind die beiden Panzer. Der Maulwurfpanzer, den stellen wir zur Verteidigung der Artillerie hier hin. Den anderen Panzer, der kann ja ruhig stehen bleiben. Oder zurück und so ein bisschen nach vorne, dass er in die Richtung hin zeigt. Der kann da stehen bleiben. Das ist das Kommandofahrzeug. Den einen Speer stellen wir hier hin. Köhler macht quasi die Flanke. Das ist die andere Flanke. Alles gut. So, zwar mit immer langsam vor. Schau mal, was wir entdecken. Ja, ganz leise. Davon ist was. Ist das für ein Speerpanzer? Den können wir da rüber locken, oder? Ja, das machen wir. Dann machen wir das so, dass wir den wieder hier nach links fahren, den ein kleines Stückchen nach vorne und einbuddeln. Einbuddeln. Okay. Dich mach ich frisch! Na, das glaube ich nicht. Folgt mir bitte! Wir locken den Speerpanzer an. Der ist relativ fit. Fahren kleine Schlangenlinien. Nein, nein, zwei. Jetzt, genau, jetzt feuert die Artillerie auch. Die hat Feuer frei. Und die Mitte hier hinten. Zack, Feind vernichtet. Also gleich vernichtet. Die feuern ja alle. Den können wir schon ein bisschen reparieren. Und tschüss. Das ist die Reparatur. Das ist die Munition. Der ist gar nicht in den Kampf gekommen. Oh, der hat... Ja, der braucht auch noch ein bisschen was. Schon so gut wie da. Jo, ich höre.
Dann fahren wir den wieder hier vorne hin. Den hier hin, schnappen uns unser Kommandeursfahrzeug, fahren nach vorne. Und schauen mal, ob wir uns langsam zum Flughafen durchschlagen müssen. Das ist uns ja unsere Aufgabe, den Flughafen einzunehmen. Aber bevor ich da reinfahre, halte ich erst ein bisschen Ausschau, was drumherum da ist. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir noch in irgendeine Falle reintappen könnten. So einmal alles abgesucht, einmal so quer rumfahren. Macht schon. Oh, Mist. Zurück. Können wir die anlocken? Ja. Gib auf! Die würde ich gerne beide anlocken. Oh, das sind doch viele Gegner. Habt ihr gesehen, da links ist auch noch einer. Mal folgendes, dann stellen wir den hier hin. Kann sein, dass die beiden hier Patrouille fahren. Und fahren mit denen mal vor. Das heißt, mit dem fahren wir erst nochmal zurück. Ich warte auf Anweisung. Nee, der kann da vorne bleiben. Bitte ausbuddeln. Die beiden Wichtigen wieder mitnehmen, Stützen einfahren. Genau, die sind alle fit. Jetzt nehmen wir hier die und fahren langsam vor. Und fahren hier hin. Bitte diese riesen Reichweite, immer schön in der Minimap gucken, dass da keine Probleme auftauchen können. Blitz und Donner im Hintergrund. Die sind alle vor, wir müssen gleich den Kraftstoffabhänger noch nachholen. Achtung, der Sperrpanzer deckt uns bitte die Flanke hier. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier gleich noch die Patrouille wiederkommt. Da müssen wir aufpassen. Das ist im Prinzip okay. Da bitte die eine Zugmaschine entladen. Den schicken wir dann zurück und der möge bitte den hier wieder abholen. Und den stellen wir direkt neben den anderen Kollegen. Und dann einfach hier im Hintergrund in Sicherheit. Dann das hier ist ein Sperrpanzer, der soll hier eine Flanke bilden. Zusammen mit dem hier. Die Fernwehrartillerie kommt direkt hier hin. Den stellen wir hier. Da kommen sie, schaut mal. Da kommen die Feinde. Zur falschen Zeit am falschen Ort, Kleiner. Feuerfrei. Los, mach dich vom Acker. Bleibt nichts außer Löcher. Ich schieß mal besser. Feuer frei. Angriff! Schön reparieren. Das hat doch gut funktioniert. Hier unten haben wir den hier, der fährt bitte wieder nach vorne. Das ist der mit dem Kraftstoff. Die Zugmaschine bleibt hier. Den Panzer habe ich im Eifer des Gefechtes gar nicht vorne stehen gehabt. So, jetzt schauen wir, dass wir alle nochmal in Ordnung bringen. Der wird repariert. Der
es denn mit dem Treibstoff? Der muss repariert werden. Fehlt auch noch Treibstoff. Aber was geht eigentlich? So, jetzt sind wir auf jeden Fall alle Blitz und Donner hier in der Nähe und können weiter vorfahren. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Hier war ja noch so ein dicker Panzer, den würde ich gerne noch anlocken. Das sind die beiden, die wir gerade... Also das sind die beiden Patrouillenfahrzeuge anscheinend. Das ist noch ein Sperrpanzer, den schicke ich hier links in Nummer sicher. Dem sage ich, grab dich bitte ein. Ne, die Artillerie kann da bleiben. Die ist auch schön eingestellt. Das ist soweit okay. Ja, so kann man arbeiten. Jetzt ziehen wir den mal vor. Und schau mal, hier war ja so ein Panzer, ob wir den noch anlocken können. Da müssen wir gar nicht den rüberlocken. Es reicht, wenn wir ihn... Wenn er in Reichweite der Artillerie ist, dann wird er aus der Entfernung geschossen. Ich gebe mal ein bisschen Tempo drauf. Und sage auch derweil den Munitionsanhänger immer schön nachfüllen, bitte. Das dauert einen kleinen Moment. Wie lautet der Befehl? Ich werde am Rechen sein. Er ist langweilig. Oh, hoppla! Wieder normale Geschwindigkeit zurück. Und jetzt mal mit den Zugmaschinen. Ich glaube, jetzt können wir gleich hier reinfahren, oder? Mal abwarten. Ich fahre mit der Zugmaschine nochmal zurück nach hinten. Die koppelt bitte mal den Reparaturanhänger an. Das ist der wichtigste überhaupt. Und fährt mit dem mal hier hin. Der hier entkoppelt sich vom Kraftstoff. Und koppelt stattdessen sich an den Munitionsanhänger dran. Sicher ist sicher. So, und jetzt fahren wir mit dem mal gucken. Pass auf! Ich sieh dir einen abflossenden Darm! Ah, da hinten. Da ist irgendeine Feindeinheit gewesen. Was war denn das für eine? Bevor wir da reinfahren, fahre ich erst hier links das Terrain nochmal lang. Na, das ist gefährlich. Da kann man von oben vielleicht gesehen werden, von unten nicht. Weil wir haben so eine riesen Reichweite. Das traue ich mich mal. Ganz leise. Immer einen Blick natürlich auch auf den Treibstoff, damit er uns nicht alle geht. Also sieht da hinten, was ist denn das da? Da scheint so eine Art Lager. Ach, das ist das Lager. Achtung, da kommt noch einer. Kommandeursfahrzeug, der kann uns sehen, da müssen wir aufpassen. Ich vermute, dass das ist gegen Missionsende, das, was wir durch ein Bombardement noch zerstören müssen. Achtung, da ist noch einer. Was ist denn das für einer, Lunke? Ein Sperrpanzer. Mhm. Dann fahren wir mal unten lang. Also ihr seht, es sind überall noch vereinzelte Einheiten von denen. Da ist auch einer. Ein Pitbull-Panzer. Manche bewegen sich, manche nicht.
Also geschaukelt ist es nicht hier. Denn wir haben doch relativ wenig Einheiten. Ich tanke uns mal neu auf. Jetzt versuchen wir mal etwas, was schwierig ist. Jetzt versuchen wir nämlich mal reinzukommen. Hier reinzukommen. Oder wir sagen erstmal, wir fahren erstmal nur vor. Kann der bis da hinten hin feuern, die Fernwehrartillerie? Wenn wir das hier aufdecken, dann können wir die eigentlich kaputt feuern. Wir versuchen mal das. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Ich ziehe mit dem Kommandeurfahrzeug so weit nach vorne, dass der für den Panzer, der die Einfahrt befahrt, den aufdeckt. Gleich fliegst du in Bröckchen durch die Gegend. Ja, habt ihr gesehen? Zur Erinnerung, wir haben hier dieses Fernrohrsymbol. Das heißt, wir haben eine riesige Reichweite und das ist ein Panzer. Und der kann jetzt von unserer Artillerie behakt werden. Und wir müssen jetzt natürlich aufpassen, eventuell triggert das, also löst das aus, irgendeinen Feindangriff, wenn wir hier versuchen reinzukommen. Deshalb gehe ich mal in erhöhte Geschwindigkeit rein. Blitz und Donner! Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht den Kommandeur verlieren, weil jetzt irgendwelche Leute ihm zu Hilfe kommen. Das kann schon passieren. Es ist nicht komplett abwegig. Ah, Stufenaufstieg. Oh, klasse. Der ist bald kaputt. Dauert nicht mal allzu lange. Ein Schuss noch und? Ja. Das war ja nicht sonderlich schwierig. Das sehe ich auch so. Wir fahren nochmal hier hin zu dem zu dem Treibstoffanhänger, machen den nochmal voll, gehen in der Geschwindigkeit wieder eins zurück. Und jetzt schaue ich mal, ob wir hier. Ich fahre erstmal nur mit dem alleine vor. Weil das wird sehr schwer sein mit den anderen. Was macht der denn da? Hey! Das sah ja aus wie Geschlechtsverkehr unter Panzern. Unfassbar. Wie unsittlich. Ich muss in der Altersbegrenzung hier. Ein bisschen Pool dieses Videos. Jetzt fahren wir ganz vorsichtig hier rein, weil der ist beweglich. Der kann auch jederzeit wieder abhauen. Wir haben den Flugplatz erreicht. Ja. Danke für den Hinweis. Wir fahren mal rein. Und halten uns einfach mal mit dem Ausschau. Wir können mal ganz schnell mit dem wieder abhauen. Das sieht doch okay aus. Was ist das da? Zugmaschinen. Können wir die steuern? Nein. So. Ich bleib mit dem mal hier. Und mit denen können wir uns, glaube ich, reintrauen. Und dann den Flughafen besetzen. Oder vielleicht reicht es. Nein! Von wo denn? Mutter! Oh, Scheibenkleister. Ganz schnell an mir an dem vorbei. Der kam von außen reingefahren. Jetzt wird er von unserer. Oh, da kommt noch ein Panzer. Ist doch keine. Jetzt haben wir die angelockt hier. Jetzt ist er wieder weg, ne? Puh, wir fahren mal wieder zurück hier hin, reparieren den mal, tanken ihn neu auf und dann müssen wir uns wohl oder übel mal mit allen reintrauen, denn in der Missionsbeschreibung dieses Jahr, wir müssen den Flughafen besetzen. Reparieren bitte. Wir schauen nochmal in die Missionsbeschreibung rein. Also,
Die Schweine haben den Flugplatz eingenommen. Flugzeuge sind unbeschädigt. Kerosin wurde in der Nähe versteckt. Das haben wir auch gesehen. Wir müssen mal zuerst den Flugplatz zurückerobern und dann das Kerosin auf den Flugplatz bringen. Und dann können unsere Leute also suchen, finden sie den Anhänger mit dem Kerosin auf den Flugplatz. Erobern sie den Flugplatz zurück. Also der Anhänger mit dem Kerosin, der stand doch hier unten. Den hatten wir doch hier. Wo war es denn nochmal? Hier muss ein Anhänger mit Kerosin sein, oder? Weil da war eben so eine Meldung, Achtung, Achtung, Anhänger aufgedeckt. Ich schnapp mir mal die einen unserer Zugmaschinen. Der ist solo. Den entkoppel ich mal. Und dann schauen wir mal, ob wir hier reinfahren. Das ist mir etwas riskant. Ich ziehe erstmal das Kommandeursfahrzeug mit runter. Der hat die beste Sicht. Der soll immer erstmal gucken, was los ist. Ja, aber das sieht ja so aus. Sollen wir mal gucken, ob wir mit der Zugmaschine irgendwas hier mitnehmen können. Per Rechtsklick. Aber hier müsste ja ein Anhänger dann sein. Weil da kam so eine Textmeldung. Und das ist doch, das sind alles keine Anhänger hier. Der ist einfach durchgefahren. Ich mache bei allem Rechtsklick. Nee, anscheinend nicht. Das ist nur ein Misthaufen oder irgendwas. Wieder retour. Vielleicht ist der Anhänger mit dem Kerosin ja dann doch woanders, wenn er dann nicht unten stand. Ich fahre doch noch einmal mit dem Kommandeursfahrzeug die ganze Karte ab. Denn wenn wir wirklich einen Kerosin-Anhänger holen sollen, dann muss der ja so ähnlich aussehen wie die wir ohnehin haben. Oder vielleicht reicht es ja, einen eigenen Kerosin-Anhänger reinzubringen. Ernsthaft, das finde ich eigentlich plausibel. Da links ist ja so gelb was markiert, schaut mal. Aus dir mach ich Hasenpfeffer. Scheibengeist, was ist denn da passiert? Wir müssen wahrscheinlich zu dem gelben Punkt und in dessen Nähe fahren. Dann haben wir den... Oh, wenn er aber hart hier angegangen. So, ich schnappe mal beide Panzer. Versuchen wir uns den Halunken da hinten zu schnappen. So, jetzt bilden wir mit denen hier, mit den beiden Panzern zusammen mal einen Stoßtrupp. Fahren mal ein Stückchen vor und suchen mal diese Einheit hier. Da ist sie auch. Stopp. So, und den kriegen wir gleich. Das war einfach mit Trick 17. Einmal eingraben. Eingraben. Und anlocken. Ich hasse Hasen. Stirb! Die kriegen den kleinen Deckern durch direktes Feuer. Den Einheiten nichts machen, die verlieren auch keine Trefferpunkte. Einheitenaufstieg. Ja, klasse. Ein Schwein weniger. So, und mit dem fahren wir einfach noch ein bisschen weiter gucken, noch ein bisschen weiter weg und gucken auch nochmal rum. Und vielleicht entdecken wir sogar noch einen Feind, den wir in diese Falle rein schicken können. So
Aber hier scheint alles okay zu sein. Jetzt sind wir schon im Norden des Flughafens. Ich ziehe mal wieder zurück, weil es mir zu weit weg von unseren Panzern. Immer auf den Treibstoff achten. Trefferpunkte sind okay. Fahren hier mal unten runter. Fahren jetzt in den Osten der Karte rein. Ja, ganz leise. Leise tuscheln. Ja, gleich sind wir da. Decken einmal alles auf. Hier scheint alles okay zu sein. Wir fahren nochmal runter. Ich gebe dir mal höhere Geschwindigkeit. Achtung, was ist das hier? Das ist das, wo wir eben waren, ne? Genau. Da hatten wir nur so drauf rauf geguckt. Da waren wir eben schon. Kommen wir jetzt wieder zurück. Hier unten waren wir auch schon in der Ecke. Da waren wir auch schon. Das heißt, wir fahren jetzt bitte wieder hierhin zurück. Einmal reparieren bitte. Einmal Treibstoff. Die beiden buddeln wir wieder aus. Lassen die auch wieder auf Treibstoff tanken. Munition. So. Und zu Beginn der nächsten Folge wollen wir dann mal alle unsere Leute schnappen und wirklich hier reinfahren. Laut Minimap hier ist es hier gelb, müssen wir hier drauf fahren. Ich denke, dann haben wir es geschafft. Und ja, dann beginnt der letzte Teil dieser Mission. Ja, Blitz und Donner, Regenwetter. Na, da ist es ja schon wieder. Die Folge endet genauso, wie ich sagen muss, wie sie begonnen hatte. Unfassbar, mit Blitz und Donner. Ich schwöre, ich war es nicht. Ich habe ja kein Fußpedal, mit dem ich einen solchen Geräuscheffekt auslösen könnte. Nächste Folge kommt bald. Liebe Grüße, bis dann, euer WB.